Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. The Legend of Zelda? Nein, Pokémon Blatt Grün. Lol. Zelda. Das sieht aus wie Zelda, finde ich auch. Wir... Alter. Ja, wir sind nur noch fleißig auf dem Weg nach Fuxania City. Und ich sterbe gerade. Alter, Vater. Ja. Meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Yeah. Für alle Leute, die es noch, die nicht Zelda gucken, sorry dafür, dass erstmal so lange keine Videos kamen. Weil ich war krank. Schon wieder. So. Falls man. Man sollte es hören, dass ich noch krank bin. Und ich war halt einfach die eine Zeit, ich glaube 3 Tage oder so, nur im Bett. Und hab einfach geschlafen, weil es mir so schlecht ging. Also tut mir leid. Ah. Okay, wir müssen wechseln. Würde ich mal sagen, auf Nidoking. Man mag es an meinem Husten noch hören. Das ist echt ätzend. Ich sterbe hier, ey. Ich sterbe hier, Leute. Nein, okay, so krass ist es nicht, aber... Der Husten ist richtig, richtig schlimm, ey. Der Husten ist halt einfach... todesanstrengend. Nein, ich wollte wechseln. Ich wollte wechseln. Auf Nebulak, damit er die Erfahrungspunkte kriegt. Ach, shit. Na, egal. Was wollte ich sagen? Ja, der Husten ist halt einfach das ist halt... Husten des Todes, Leute. Husten des Todes. Mein Vogelteam hat verloren, ja. Es ist, ich weiß nicht. Der ist schlimm. Er ist einfach nur schlimm. So, erstmal heilen. Ah. Es tut mir leid. Ich würde mich ja gern jedes Mal muten, wenn ich husten muss. Allerdings, hey. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Ich bin auch noch ein Kind und ich kämpfe besser. Aber der Husten kommt immer so plötzlich unerwartet. Ohne Vorwarnung. Einfach so ist er da. Und deswegen kann ich nicht mich immer muten. So. Tut mir leid. So, wir trainieren weiter. Nidoking, komm. Wer Nebulak nicht paralysiert, dann... Echt jetzt? Okay. Dann würde ich auch mit Nebulak weiterkämpfen. Aber die Paralyse ist halt einfach ein bisschen sehr schlecht für Nebulak. Aber naja, Windstoß, komm. Ich meine, Nebulak ist eh underlevelt im Gegensatz zu dem Gegner-Pokémon hier. Und dann noch paralysiert. Wir können jetzt mal, ja okay, komm, wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal gegen Pikachu. Einfach mal Hypnose, komm. Doppelteam. Oh. Doppelteam ist so anstrengend. Aber okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hypnose hat getroffen. Nachtnebel. Was? Oh. Okay, wir haben nur noch 3-mal Nachtnebel. Das ist das Wort. Jungchen. Das kann nicht wahr sein. Okay, wir wechseln. Wir wechseln. Das wird zu doof. Ja. Komm, Nidoking. Alter. Pikachu, es reicht. Es reicht. Langsam geht mir dein Doppelteam auf den Sack. Leute, das... Oh. Ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas, wenn sich so ein Kampf einfach unnötig in die Länge zieht, weil die KI die ganze Zeit Doppelteam einsetzt. Oder irgendwie sowas. Ich meine, es macht ja keinen Schaden. Und jetzt würde Gift komplett den Rest regeln. Aber... Oh. Ich hasse es. Ich hasse es. Danke. Oh. Das ist einfach nur ätzend. Einfach nur ätzend. Nebulak. Oh, gegen Mauzi. Gegen Mauzi könnten wir sogar, könnte Nebulak sogar selber ankommen.
Einfach mit Fluch und Geheimpower. Ich glaube, so machen wir das auch. Fuck. Aber wir haben Beleber, oder? Ja, gut. Ein Beleber noch. Okay, Mauzi kann Biss. Ach, damit habe ich gerade echt nicht gerechnet, Leute. Scheiße. Ich habe damit gerade null gerechnet, dass Mauzi ja Biss kann. Oh, Kage, ey. Aber das ist Shilox und Nebulax Level Up. Das ist ganz nett. Ah. Shilox Level 34. Oh yeah. Radfratz. Komm, aber Radfratz kann nichts machen gegen Nebulak, oder? Komm. Please? Nebulak, nee, Radfratz dürfte kein Biss können. Machen wir einfach nur Geheimpower. Kein Fluch. Hab ich keinen Bock drauf. Aber Leute, Nebulak ist Level 25. Wisst ihr, was das heißt? Ihr wisst, was das heißt. Schön. Es wird sich gleich entwickeln. Entwickeln. Zu einem schönen Apollo. Und dann, wenn wir in der nächsten Stadt sind, oder ich glaube, ich werde sogar nochmal zurücklaufen, werde ich Nebulak gleich zu Gengar entwickeln. Definitiv. Weil... Ja, Gengar ist geil. Mega Heap. Bats. Schön. So, was machen wir? Ja, wir gehen erstmal noch die Route weiter. Die Route ist noch mega lang, fällt mir gerade ein, ne? Alter. Sehr schön. Unser Nebulak wurde zu Apollo. Moment. Ja, wir wollen Finsterfaust. Finsterfaust anstatt der Nachtnebel, würde ich sagen, ne? Finsterfaust Genauigkeit? Ausweichen unmöglich. Ah, okay, cool. Richtet Schaden gemäß des Level des Angreifers an. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das hat auch so ein Damage-Wert halt. Nachtnebel vergessen und Finsterfaust erlernt. Sehr schön. Genau, jetzt sind wir hier in der Route. Und ich glaube, bevor wir hier weitergehen, werde ich jetzt einmal zurücklaufen in ein Pokémon-Center und einfach Nebulak heilen. Und mein ganzes Team allgemein heilen. Boah, was war der Anfang denn gerade von dem Husten, ey? Das war so ein... Ich muss husten, aber ich will nicht husten. Das klang echt komisch. Naja. Mach ich das jetzt schon offscreen einmal kurz? Einmal, dass ich jetzt einmal kurz eine Pause mache. Und in der Zeit schnell das, unser liebes Apollo entwickel. Zu Gengar. Ich glaube, ich mach das, ja. Ich glaube, das mache ich. Mach ich das? Leute. Mache ich das? Oder mache ich nicht? Ich glaube ja. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt so, wie ich es vorhabe. Habe ich noch nie getestet, glaube ich. Shit. Okay, Leute. Ich pausiere. Hallo, ich bin Theala. Dies scheint dein erstes Mal hier zu sein. Ich zeige dir, wie das drahtlose Kommunikationssystem funktioniert. Zunächst zeige ich dir dieses Stockwerk und unseres Pokémon-Centers. Hier entlang, bitte. Im Obergeschoss gibt es zwei Clubs. Zum einen den Club links, das ist der Connex Club. Hier kannst du die Trainer treffen, die ebenfalls den Connex Club betreten haben. Du kannst mit ihnen sprechen, kämpfen und tauschen. Im zweiten, den Club rechts, ist der Direkt Club. Hier kannst du mit den Pokémon gegen Freunde kämpfen oder sie tauschen. Falls das drahtlose Game Boy Advance Adapter nicht eingesteckt ist, kannst du das GBA-Link-Kabel benutzen. In diesem Fall musst du den Direkt Club betreten.
viel Vergnügen mit den drahtlosen Kommunikationssystemen. Dankeschön. Gut, und jetzt, Leute, ja, tausche ich kurz. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, Alter, war das eine Geburt, ey. Heiliger Scheiße, ich hab's geschafft. Wir haben ein Gengar, was? Ein Gengar im Team. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Leute. Schön, schön. Ein schönes, schönes Gengar. Ich liebe Gengar, Leute. Ich liebe Gengar. So, das war übel tricky, wie ich das hier machen musste. Und zwar musste ich mir gerade erstmal den VBA, also Visual Boy Advance Link, holen. Das ist der, die Version des Emulators, um halt das Link-Kabel oder diesen Link-Adapter vom Gameboy zu imitieren. Und dann habe ich das gemacht und dann musste ich erstmal noch die Save-File oder den Save-File von dieser von dem normalen Emulator halt erstmal umändern, dass das halt das Save-File vom Visual Boy Advance Link wird, und dann musste ich das zweimal starten und später wieder zurück ändern, das Save-File, und ja, Alter, war das anstrengend, Leute. Ja, es war so anstrengend. Aber egal, wir haben einen Gengar. Mit diesem Gengar werden wir jetzt schon lange fighten, hoffentlich. Ich hätte mir vielleicht noch ein paar Sachen im Markt kaufen können. Aber das ist jetzt zu spät. Pipi! In Pipi könnte Gengar ankommen, oder? So, ich denke schon. Geheimbauer. Oh, nee. Oh, diese ganzen doofen Attacken von wegen Fluchtwert steigt, ey. Ich hasse sie. Ich hasse diese Attacken. Was? Oh, ist das dein Ernst? Jetzt auch noch so eine Attacke. Das kannst du mir nicht erzählen, ey. Kannst mir nicht erzählen. Komm schon, du schaffst das, Gengar, du schaffst das. Du bist Gengar, du bist der Main. Komm. Ja. Oh, geschafft. Nice. Sehr schön. Pipi ist besiegt. Zumindest ist Mauzi. Nee, Mauzi kann Biss. Davor habe ich Angst. Komm, Shilok. Shilok kann noch ein bisschen trainiert werden. Nächstes Level soll erstmal so Level 35 sein, dass alle Pokémon an 35 kommen. Und fast ein One-Shot, aber leider nur fast. Komm, Aquaknarre. Besiegt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und nächste Schönheit. Die dürfte safe in Pomelo-Farben kommen, oder? Natürlich werde ich mit dir spielen. Komm. Die dürfte. Ups, vorhin ins Mikrofon gekommen. Die dürfte. Ein Radfratz, okay. Komm schon, die hat doch bestimmt einen Pummeluff. Ich wette, die hat einen Pummeluff. Ich wette es. So, welche Attacken hat es denn nochmal alle für Gengar vorgesehen? Kann mir das noch wer sagen? Weiß das noch wer? Ich glaube Hypnose, Traumfresser, Stärke und Spukball. Ich glaube, das waren die Attacken für Gengar, die ich mir überlegt hatte. Mann, ich hatte die auch. Verdammt. Das ist nicht mal mehr die für Shilok. Biss auf jeden Fall und Eisstrahl. Pikachu. Biss, Eisstrahl, Surfer halt und dann letzte Attacke weiß ich nicht mehr. Mano. Boah. Das ist mehr Damage als erwartet. Ich werde jetzt auch keine Geheimpower einsetzen, weil Geheimpower könnte sein, dass, dass Gengar dann paralysiert wird, weil das ja ein physischer Angriff ist. Pikachus Fähigkeit ist das ja. Oh, du durchtretendes Spike. Ey.
Das ist gemein. Das ist ja gemein. Wow, deine Orden sind super cool. Ja, und es werden noch mehr. Es sind jetzt erst 3. Es werden 8. Ein Quapsi. Das dürften wir hinkriegen, schätze ich. Boah, Finsterfaust ist stark, Alter. Finsterfaust ist stark. Das ist geil. Bam. Wie Geilgänge aber auch aussieht, ne? Also von hinten. Mit den Stacheln auf dem Rücken. Oh, sieht das cool aus. Gengar ist... Oh, ich liebe Gengar. Ich glaube, bisher ist Gengar auch... in jedem Pokémon-Projekt geplant als Teammitglied. Wo ich es haben kann, halt. Auf jeden Fall, also jetzt halt hier, ne? In Kanto, in Johto auch auf jeden Fall. In Höhen weiß ich gar nicht. Ich glaube, in Höhen kann man Nebulak gar nicht fangen, oder? Muss ich mich nochmal erkundigen. Meine niedlichen Pokémon möchten dich gerne kennenlernen. Okay. In Diamant und Perl, also in Sinnoh, ne? In Sinnoh? Ich glaube Sinnoh. Ist es auch wieder geplant, auf jeden Fall. Und... Ja, dann weiß ich noch nicht. Ich weiß ja noch nicht, ob ich dann wirklich schwarz-weiß und so auch noch weitermache. Eigentlich will ich ja jedes... Eigentlich will ich ja jedes Pokémon-Spiel einmal Let's Play haben. Also nicht jedes Pokémon-Spiel, aber jede Generation einmal. Weiß ich aber noch nicht genau. Gengar, komm wieder zurück. Jo. Geheimpower. Ich würde ja auch was anderes als Geheimpower gegen Taubsi oder so einsetzen. Allerdings habe ich nichts. Weil Taubsi ist ja noch normal, soweit ich weiß. Und da bringt Finsterfaust, also eine Geisterattacke, halt nichts gegen. Ist es denn ernst, als ob Taubsi überlebt hat? Das kann... Nee. Dein Ernst? Finde ich nicht okay. Das finde ich nicht okay. Ein Mauzi. Ja komm, bleiben wir mal bei Nidoking. Ich habe eben gesehen, Geheimpower hat bald keine AP mehr. Oh. Das war netter Damage. Das war... Doch. Nidoking Level 34. Oh yeah. Tauboga. Ja komm. Das schaffst du, Nidoking. Oh. Ich wollte keinen Doppelkick einsetzen eigentlich. Aber Doppelkick hat auch guten Damage gemacht. Würde ich mal meinen. Yeah. Hilde wurde besiegt. Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Tja, kannst mal sehen, du. Kannst mal sehen. Wo muss ich lang? Muss ich hier lang? So, hier komme ich dann wieder zu ihr. Wenn ich hier hochlaufe, achso, da. Was ist da oben? Das ist für Trainer. Drücke Select, um die Position von Items im Menü zu tauschen. Ja, das kenne ich schon. Na, hier gibt's nur irgendwelche Pokémon, ne? Konnte man hier oben nicht einen Kangama oder so fangen? Oder war das nicht in Blattgrün und so? Ich weiß es nicht. Na, egal. Hallo? Bin unterwegs und habe Rückenwind. Okay. Vogelfänger Joschka. Ein Habitak. Ist Habitak normal? Ja. Ist es. Ich glaube, Stärke wird eine gute Attacke für Gengar. Ich glaube schon. Okay. Das wurde besiegt. Gengar schon mal Level 27. Sehr schön. Das Level steigt und steigt. Gengar kommt so langsam auf unser... auf das Level-Niveau. Das ist jetzt aber auch der letzte Kampf. Dann ist der Part vorbei. Muss ich ja mehr drauf achten. Okay, ich habe gerade mehr Damage erwartet. Puh, zum Glück nicht. Ich muss ja bedenken, dass ich ja jetzt gerade kein Part am Stück aufnehme, sondern nur...
die Hälfte eines Parts, weil ich ja eben schon die Hälfte davor aufgenommen habe. Deswegen, 10 Minuten, glaube ich, waren das, ne? Wenn es ein bisschen drüber ist, ist auch nicht schlimm, aber so, dass ich mich so um die, also an die 10 Minuten halte. Oh Gott, okay, Gengar kriegt auf jeden Fall gleich einen Supertrank. Bevor wir den Part noch beenden. Ein Taubsi. Ja, gut. Schönes Training für Gengar. Aber wir haben gleich kein Dings mehr, scheiße, glaube ich. Oh fuck. Gengar! Nein! Was? Oh. Das ist jetzt schlecht. Das kam sehr unerwartet. Irgendwie. Oh. Okay. Manu. Ich hab keinen Beleber mehr, ne? Ich glaube, bis zum nächsten Part bin ich nochmal zum Pokémon Center zurückgelaufen, Leute. Aber ich weiß es noch nicht, weil wir haben noch ein bisschen Weg vor uns und es ist halt ein super Training für Gengar. Der Wind dreht sich. Deswegen würde ich das eigentlich ganz gerne machen. Aber mal gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!